Hier stehen wir im Aachener Wald an der Pionierquelle. Die Pionierquelle ist eine der vielen Quellen, die wir hier oben haben. Die ist mal schön zu sehen, weil sie eingefasst ist. Das Wasser entspringt hier oben im Aachener Wald, fließt dann auf der Nordseite des Aachener Waldes in den Aachener Kessel und im Endeffekt fließt es dann in die Wurm und verlässt über die Wurm den Aachener Kessel. Die meisten Quellen auf dieser Seite des Aachener Waldes liegen ungefähr auf der gleichen Höhe. Und das liegt daran, dass die Quellen hier an die geologischen Schichten gebunden sind. Der Niederschlag, der hier oben im Aachener Wald fällt, sickert auf den Sand, sickert durch den Sand und trifft dann auf den Kreidebasiston. Der Kreidebasiston ist mehr oder weniger wasserundurchlässig. Das heißt, das Grundwasser fließt dann auf dem Kreidebasiston den Hang hinab, bis der Kreidebasiston an die Oberfläche tritt. Und da diese Quellen an die Schichten gebunden sind, handelt es sich um sogenannte Schichtquellen. Das heißt, was Sie hier sehen, ist eine Schichtquelle. Den Aufbau des Aachener Waldes sehen Sie nochmal hier in dieser Skizze. Wir haben ganz unten das Grundgebirge. Stark verfaltetes Gestein. Die Verfaltung entstand im Zuge der baristischen Gebirgsbildung. Dann ist das Gebirge abgetragen worden. Wir hatten eine Ebene. Und in der Oberkreide, so vor 80 bis 90 Millionen Jahren, kam es zu einem erneuten Meeresvorstoß, einer Meerestransgression. Zuerst wurde das verwitterte Material an der Oberfläche zusammengespült. Dieses Material war sehr fein und es hat sich der Kreidebasiston gebildet. Kreidebasiston besteht, wie der Name schon sagt, aus Ton. Ton ist sehr fein, hat kein Porenvolumen und deswegen ist Ton kaum für Wasser durchlässig. Nach der Ablagerung des Tones hatten wir die Ablagerung in einem Küstenraum. Zuerst die Aachener Sande und dann oben drüber die Pfalzer Sande. Das sind lockere Sande. Und Sie können sich vorstellen, wenn es jetzt regnet, fällt das Wasser auf den Sand und dringt in den Sand ein. Weil Sand hat ein relativ grobes Porenvolumen. Das heißt, der Regen kann oder das Wasser kann durch die einzelnen Poren hindurchsickern und bildet dann auf dem Kreidebasiston, der wasserundurchlässig ist, einen Grundwasserkörper. Wenn dieser Grundwasserkörper jetzt an einen Hang stößt, wie an dieser Stelle, dann tritt das Wasser aus. Und das ist dann unser Quellhorizont und hier bildet sich eine Quelle, zum Beispiel die Pionierquelle. Und dann fließt das Wasser hangabwärts weiter. Etwas, was Sie am Rande des Aachener Waldes auch oft beobachten können, sind insbesondere nach starken Niederschlägen Tümpel oder kleine Wasserflächen, die an der Oberfläche stehen. Das ist häufig ein Hinweis darauf, dass wir hier den Kreidebasiston haben, weil der Niederschlag, der hier fällt, kann nicht in den Untergrund eindringen, sondern staut sich an der Oberfläche, bis er dann oberflächlich abfließt. Wie gesagt, da diese Quellen hier, unter anderem die Pionierquelle, an die Schichtung im Untergrund gebunden sind, an das Vorhandensein des Kreidebasistons und dem überlagernden Aachener und Pfalzer Sanden, sprechen wir hier von einer Schichtquelle. Ein Besuch hier oben lohnt sich auch deswegen, weil hier oben ein Wasserspielzeug eingebaut ist, eine schöne archimedische Schraube, mit der Sie selbst einen Fluss in Gang setzen können.